finde, es hat ein sehr grosses Potenzial. Also, dass es bei Sex nicht nur um Penis in Vagina geht, sondern dass Sexualität halt ein Spektrum ist. Also in dieser Serie geht es darum, dass 5 Bärli begleitet werden von SexualberaterInnen, teilweise auch TherapeutInnen. Also jedes Bärli hat irgendein Thema im Thema Sexualität. Im Fokus ist eigentlich so die ganze sexologische Körperarbeit. Die ist immer noch sehr, sehr stigmatisiert bei uns in der Gesellschaft. Und das eigentlich wie so der Leitfaden, die Körperarbeit gemacht hat, das finde ich super positiv. Das erste Bärli, das war ein heterosexuelles Bärli, wo sie vor allem penetrativen Sex hatten und sie nie zum Orgasmus gekommen ist. Ich glaube, das ist ein sehr verbreitetes Problem, wo viele heterosexuelle Bärli haben. Dort gibt es auch ganz klare Studien vom Orgasm Gap, nennt man das, wenn man sieht, heterosexuelle Bärli, wie viele Frauen dort zum Orgasmus kommen und wie viele Frauen in lesbischen Beziehungen oder queeren Beziehungen zum Orgasmus kommen. Das ist ein riesiger Gap. So there's 5 different erotic blueprints. Here's an energetic touch. Here's a sensual touch. Here's a kinky touch. Oftentimes couples blueprints, they're opposites. Das ist eine Therapieform. Mir ist die auch total neu. Dort geht es darum, dass man einen Fragebogen ausfüllt und dann man herausfindet, welchen erotischen Blueprint man hat. Ist für mich ein bisschen zu einfach gestrickt und hat leider auch den Charakter von dem kommerziellen. Hey, du kannst einfach einen Fragebogen ausfüllen, zahlst so und so viel. Und dann hast du eine Lösung für deine Sorgen. Ich würde jetzt mit denen mehr auch damit arbeiten, was ist seine Rolle als Mann oder wie ist er aufgewachsen, was hat er das Gefühl, muss er als heterosexueller Cis-Mann erfüllen. Das andere heterosexuelle Pärli, dort hat sich so eine Paardynamik sich entwickelt, wo sie eigentlich immer in dieser Mutterrolle bleibt und er fast so ein bisschen in eine kindliche Rolle kommt und halt durch das, wie die Sexualität gleich null ist. Also das ist auch etwas, wo ich relativ viel sehe. Wir haben ja alle irgendwelche Rucksäcke und haben irgendwie ein Elternhaus gehabt. Und teilweise geht man halt wirklich auch wieder in Rollen rein, die man halt von früher kennt. Was vielleicht eben so ein bisschen anders ist, als jetzt in dieser Serie dargestellt, ist, dass ich finde eher, dass die Sexualität recht fest widerspiegelt, was sonst in der Beziehung nicht so gut läuft. Ich gehe erst ganz, ganz am Schluss konkret darauf ein, was sexuell passiert. Negativpunkt von der Serie. Es tut einfach nur sehr ein elitäres Publikum ansprechen, das sich so etwas leisten kann. Also, ich meine, so eine Beratung ist nicht günstig. Obwohl es eine gewisse Diversität darstellt, also es sind von 5 Paar sind ja 2 lesbisch, ist es für meiner Meinung nach immer noch zu wenig Diversität dahinter. Man sieht keine Transperson drin, man sieht keine behinderte Person repräsentiert. Auf der anderen Seite ja, immerhin gibt die Serie teilweise eben auch effektiv recht gute Tipps. Ich finde es auch schön, dass die eine wirklich mal den ganzen Vulva-Aufbau zeigt, wie gross Klitoris wirklich ist. Und etwas, was ich nicht verstehe, ist, was Gwyneth Paltrow genau macht.